Nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu timetodo.ch. Die heutige Sendung haben wir am 6.11. aufgezeichnet, wollen Sie unseren Zuschauern über YouTube nicht vorenthalten, aber zu einem späteren Zeitpunkt wird sie auch über Schweiz 5 ausgestrahlt. Heute bei mir zwei Männer, die mich faszinieren mit dem, was sie getan haben und mit dem, was sie anbinden, wo sie uns Wege zeigen, die aus unserem Hamsterrad herausführen können und uns tolle Ansätze zeigen, wie Dinge und Systeme geändert und anders gemacht werden können. Ich begrüße bei mir im Studio heute Peter und Hauke von Freiwillig Frei. Hallo. Hallo Peter, hallo Hauke. Ich will einmal anfangen mit dir, Freiwillig Frei. Wer will das nicht sein? Was kann sich der Zuschauer unter der Bezeichnung vorstellen? Warum habt ihr die gewählt? Tja, wir haben, jeder natürlich, wir sind zu dritt. Wir haben diese Seite zu dritt gegründet vor ungefähr anderthalb Jahren, im Mai 2011. Und sind eigentlich durch das Erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt, darauf gekommen, dass man sich bilden muss, dass man versuchen muss, Dinge hinter dem Vorhang zu sehen, den das System uns vorhält. Und so hat jeder seine eigenen Wege gefunden und wir haben uns zusammengetan und diese Seite gegründet und wir fühlen uns eben nicht frei und wir fühlen uns gezwungen in der Gesellschaft, vor allem von der Obrigkeit. Und wollen versuchen herauszufinden, ob es andere Möglichkeiten gibt des menschlichen Zusammenlebens und haben für uns entdeckt, dass der Voluntarismus eine Möglichkeit ist, der unter Umständen nicht nur für uns persönlich, uns persönliche Freiheit bringen kann, sondern eben auch gesellschaftlich. Das hast du einen Begriff eben genannt, Voluntarismus. Was muss ich darunter verstehen? Ja, Voluntarismus ist eine Haltung, sich selbst und anderen gegenüber. Für Voluntaristen, also Voluntaristen sind der Überzeugung, dass die Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen freiwillig sein sollten und nicht auf Gewalt oder Zwang basieren sollten. Es ist so, dass ich ja nicht über dich bestimmen kann. Wir kennen uns beide nicht. Ich habe nicht das Recht, über dich zu bestimmen, was du zu tun und zu lassen hast. Genauso wenig du hast über mich zu bestimmen. Das heißt, quasi jeder von uns ist Eigentümer seiner selbst. Wir sind freiwillig hier. Wir haben uns verabredet, wir sind hierher gefahren. Nicht? Und wir alle leben diese Freiwilligkeit jeden Tag in unserem Leben. Ich habe die Hose gekauft, ich habe niemanden... Keinen Zwang ausgeübt. Ich habe niemanden überfallen für das Hemd. Ich sehe auf dem Wochenmarkt niemanden, der mit dem Beutel Kartoffeln durch die Gegend rennt und sagt... Ich bezahle nicht, also es passiert sehr selten. Aber gerade bei diesem Thema Kleidung, da fängt es ja letztendlich schon an, wo die Freiheit, die du jetzt genießen kannst, in der Auswahl, in der Bestimmung von Farbe, Form, wann du es kaufst, wie du es kaufst, das ist alles gut. Aber wie stehst du zu den Dingen dahinter? Stehen ja oft Dinge, die weniger frei sind. Sage ich mal, ganz unten angefangen, Kinderarbeit, Billiglöhner, die in Fabriken arbeiten, wo wir nicht aufrecht drin stehen können und das auch nicht 8 Stunden mit Gewerkschaft, sondern 15 Stunden ohne und wenn sie nicht parieren können, sie ohne Lohn nach Hause gehen. Also es hängt ja viel Zwang drumherum und Gewalt ist auch so ein Thema. Nehme ich mal einen anderen Bereich, Sport. Ich höre immer noch bei Kommentaren von Fußballspielen, dass da gekämpft wird und der gegen den. Und wenn ich mir genau aber das anschaue, spielen die eigentlich miteinander. Denn wenn da ein Gegner wäre, der würde gar nicht hingehen, dann könnte keiner Fußball spielen. Wo fängt es denn an? Vielleicht frage ich dich mal, Peter, diese ganze Thematik Gewalt. Wo beginnt es? Wo muss ich achtsam sein? Es gucken auch viele Eltern zu. Wo ist denn diese Spirale, wo kann ich als Eltern denn sagen, Mensch, da muss ich jetzt mal eingreifen, aufklären oder wo beginnt es? Wie habt ihr das analysiert? Entscheidend ist immer bei der Gewalt, dass ich andere Optionen auch in Erwägung ziehen kann in der Regel, um Probleme zu lösen, außer die Gewalt. Also das Thema Eltern ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil viele Eltern immer noch dazu neigen, einfach, ja, zuzuschlagen, mit der flachen Hand eben eine draufzugeben, wenn das Kind nicht pariert.
Und es gibt, ich weiß das selber, ich habe selber zwei kleine Kinder und erlebe das jeden Tag mit denen und das macht wahnsinnig viel Spaß, immer wieder nach Alternativen zu suchen, selbst wenn es mir in dem Moment schwer fällt und ich meine Gefühle beherrschen muss, in mich zu gehen und zu überlegen, wie kann ich das irgendwie clever lösen, indem ich auf andere Prinzipien zurückgreife, zum Beispiel die Kooperation oder Verträge oder Vereinbarungen mit den Kindern machen, in den Dialog treten. Und ich sehe, dass es wunderbar funktioniert und dass sie dieses Verhalten dann auch imitieren und dann auch nach außen leben. Und ich kriege dann immer von anderen zurückgespiegelt, Mensch, deine Kinder sind ja so gut erzogen. Und was so im Hintergrund mitschwingt, ist, ja, ich bin so ein strenger Vater, ich bin es aber nicht. Ich bin eher das Gegenteil. Also ich setze mich nicht mit Gewalt durch. Im Gegenteil, ich verhandle viel mit den Kindern, ich spreche viel mit denen. Und das ist ein typischer Bereich, wo man wirklich auf die andere Option zurückgreifen kann und eben nicht zu diesem üblichen Mittel der Gewalt greifen muss. Das heißt, es beginnt in der Erziehung. Wie sieht es aus, wenn wir älter werden? Ich sag mal, ich war noch in der Generation, ich bin zwar mit dem ganzen Thema APO und RAF groß geworden, das war in der Zeit, als ich so Jugendlicher war. In meiner Einstellung, die durch mein Elternhaus geprägt wurde, war für mich klar, dass ich zur Bundeswehr gehe. All damals war sogar als Zeitsoldat Jahre bei der Militärpolizei und muss sagen, heute sehe ich das differenziert, klar. Ob ich es anders machen würde, weiß ich nicht, weil vom damaligen Standpunkt aus war es für mich eine tolle Alternative. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet lehne ich jegliche Gewalt ab, geschweige denn Waffen oder Waffenexporte oder so einen Unsinn. Wie können wir unsere Gesellschaft denn in diese Richtung beeinflussen, dass das Kind, was erzogen wird, steht ja irgendwann auch draußen. Ich sage mal, im Elternhaus kannst du das toll umsetzen. Jetzt steht er draußen und der Erste steht vor ihm und sagt, hey, gib mir deine Jacke. Ja, es wird natürlich immer Gewalt geben. Nicht? Also es wird immer Leute geben, die das Selbsteigentum eines anderen nicht respektieren. Es wird auch immer Konflikte geben. Nicht? Also solange das die letzte knappe Ressource gibt, um die sich das zu prügeln lohnt, und solange wir nicht alle mit dem Heiligenschein geboren werden, wird es Konflikte geben. Und diese Konflikte zu lösen, ist ja im Prinzip das größte Problem, was wir im Zusammenleben haben. Und wir sind der Meinung, dass die Menschen die Möglichkeit haben sollten, die bestmögliche Lösung zu finden, um mit Konflikten umzugehen. Das beinhaltet aber auch, dass man nicht gezwungen wird, eine Art und Weise zu benutzen, um Konflikte zu lösen. Ja, wenn wir als Menschen nicht nach anderen Möglichkeiten suchen dürfen, sondern immer nur auf eine gepresst werden, zu sagen, wir müssen dieses System nehmen zur Konfliktbewältigung, zur Konfliktlösung, nämlich Gewalt, ne, oder Zwang als Androhung physischer Gewalt. Wir reden immer von physischer Gewalt, wenn wir von Gewalt reden, erst einmal. Mhm. Ja, das bedeutet, ich mache deine Selbstbestimmung, dein Selbsteigentum akut zunichte. Ich nehme dir die Alternative. Ja, ja. Das ist eine akute Gewaltausübung. Das ist kein Umgang für uns untereinander. So, und bei den Kindern ist das auch so. Es bedeutet ja nicht, dass wenn man Kinder ohne Gewalt aufzieht, das heißt, sie coacht und sie nicht mittels Autorität, die auf Zwang basiert, sondern mittels Autorität, die auf Wissen, auf Vertrauen, auf solchen Dingen basiert. Kooperation, das hast du vorher gesagt. Durch Kooperation aufzieht, das bedeutet ja nicht, dass sie in einer Gesellschaft verloren sind später, sondern wir sind der Meinung, dass man Kindern auch andere Möglichkeiten zeigen kann, mit Konflikten umzugehen, Konflikte zu lösen, Konsens zu finden mit Menschen und so weiter. Und wenn eine gewisse Anzahl von Menschen, also ich sag mal, wenn die Menschen im Allgemeinen sich das könnten, dann könnten wir in einer Gesellschaft zusammenleben, wo viel weniger Konflikte wären, zumindest die ausarten. Ne? So, nur wenn man Kinder gewalttätig erzieht, und mit gewalttätig meinen wir schlagen, wir meinen Liebesentzug, wir meinen anbrüllen, schütteln, diese Dinge. Oder nicht sprechen, ignorieren. All diese Dinge, was passiert in den Kindern? Sie leben in einem gefährlichen Umfeld für sie, das ist nicht berechenbar. Ja? Das heißt, sie verändern ihre Persönlichkeit, wenn sie so aufwachsen. Ja? Und sie sind weniger in der Lage, später als Erwachsene rational, vernünftig mit Konflikten umzugehen, weil sie das niemals trainiert und niemals gelernt haben. Das bedeutet letztendlich für alle Eltern, die zuschauen, mit jeder Gewaltausübung ihres Kindes gegenüber müssen sie wissen, dass sie einen gewalttätigen Menschen erziehen zur Gewalt,
wenn er nicht irgendwann selbst... Ja, die Tendenz ist so, absolut. Und das ist beim Gehirn funktioniert ja auch so, dass es sich entwickelt. Ein Kind wird geboren, wie jedes andere Säugetier auch, was noch einigermaßen Gehirn hat. Das entwickelt sich natürlich in der ersten Zeit extrem schnell. Und wenn so ein junges Wesen gefährlichen Situationen ständig ausgesetzt ist, die unberechenbar sind, dann entwickeln sich bestimmte Gehirnbereiche, die für diese Impulssituationen, Fluchtreflex und Kampf und all diese Dinge, das entwickelt sich überproportional. Und dieser Vernunftsbereich, Neofrontalkortex, der geht zurück. Der entwickelt sich unterproportional. Das heißt, es ist im Erwachsenensein eine gestörte Impulskontrolle da nachher und die Rationalität setzt nicht so ein, wie sie einsetzen könnte. Ja, wenn das Kind in einem harmonischen, liebevollen und friedlichen Umfeld aufgewachsen wäre. Also das scheint mir jetzt so und das begeistert mich total. Ich sage, in dem Zeitalter, wo ich auf die Welt kam, das war in den 50er Jahren, war das noch klassisch. Ich kann mich noch an meinem Großvater erinnern und immer wenn du dem die Hand gibst, machst du einen Diener. Ja. Das habe ich ganz schnell aufgehört, also sobald ich agieren konnte selbst, weil... Ich verbeuge mich vor niemand. Wir sind alle gleich. Was soll ich mich denn vor jemand verbeugen? Da beginnt das. Dann kam diese 68er-Generation, die hat alles komplett gekippt. Also ich erzähle da immer so ein schönes Beispiel. Supermarkt, steht eine Dame mit ihrem Wagen. Dahinter steht auch eine Frau mit einem Kind, auch am Wagen. Was macht die Kleine? Dotzt immer den Wagen so vor und fährt der Dame hinten in die Hacken rein. Wir wissen ja, wie unangenehm das ist. Die dreht sich rum und sagt, hörst du bitte auf. Das Kind grinst und macht weiter. Dann sagt es zur Mutter, können Sie Ihrem Kind nicht sagen, dass es jetzt aufhören soll? Die sagt, nein, ich erziehe mein Kind anti-autoritär. Als das zum vierten Mal so war, griff die Frau in den Wagen, machte ein Glas Honig auf und leerte es dem Kind über den Kopf. Alle haben geguckt und gesagt, ja, wenn Sie das nicht machen, dann habe ich jetzt mal anti-autoritär reagiert. Vielleicht erkennt Ihr Kind jetzt, dass man das einfach nicht tut und den anderen auch respektiert. Ja. Das war das eine Extrem, das war das andere Extrem. Es scheint mir so, als hättet ihr einen gesunden Mittelweg gefunden. Würde ich auch so sehen, wenn ich die beiden Extreme höre, ja. Ja. Dass man jetzt, und das soll ja auch unsere neue Zeit, soll ja keine neuen Extreme bilden. Wir haben die jetzt lange genug, wenn wir 2000 Jahre zurückschauen, was da an Hektik, Auseinandersetzung und Systemen gekommen und gegangen ist. Also es soll ein System geben der Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation und ihr setzt an bei den Kindern. Aber jetzt sind wir ja schon alle ein paar Tage alt und wir haben kurz uns vorher ja unterhalten. Ich sage, das größte Problem, was auch immer wieder reflektiert wird in meiner Sendung, ist, dass die Menschen in Systemen gefangen sind oder sie fühlen sich gefangen, sage ich mal so. Da kann dann von freiwillig frei gar nicht mehr die Rede sein, weil er sagt, wo bin ich denn frei? Wenn ich links gehe, kriege ich eine, wenn ich rechts gehe, kriege ich eine. Ich muss das machen. Wie reagiert ihr da? Welche Möglichkeiten habt ihr? Bleiben wir vielleicht mal bei dem Begriff des Systems. Das System ist ja an sich eine Manifestation der Gewalt. Wir sind so gesehen eher für eine Systemlosigkeit. Also wo jeder Einzelne nach seinen moralischen Wertvorstellungen seine Probleme löst in Kooperation mit anderen Menschen. Gewaltfrei. Gewaltfrei heißt nicht pazifistisch. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gewalt ist in einem Fall, in einem einzigen legitim, und zwar als Antwort auf Gewalt, wenn man nicht anders kann. Das heißt, als die persönliche Verteidigung, die Notwehr quasi. Ja. Oder die Nothilfe. Oder die Nothilfe. Genau. Genau, das ist schon heute so und das ist auch anerkannt in der Bevölkerung und überhaupt, es ist kompatibel mit den moralischen Wertvorstellungen der meisten Menschen. Das ist heute schon so und das ist der einzige Fall, wo wir es für legitim halten und dann auch nur nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, also überzogene Gewalt als Reaktion auf irgendwie mal kurz anstupsen oder so. Das ist selbstverständlich nicht drin. Ja, uns geht es im ersten Schritt darum, dass die Menschen sich die Welt um sich herum betrachten und daraufhin analysieren, wo ist überall institutionalisierte Gewalt verborgen, die sie im ersten Moment gar nicht wahrnehmen, weil sie schon so üblich und selbstverständlich ist. Und das ist zum Beispiel bei allen Gesetzen so. Jetzt denken sich die meisten aus dem ersten Reflex heraus, naja, Gesetze sind gut und sinnvoll und so brauchen weiter. Brauchen wir ohne Gesetze leben. Ja, genau. Aber im Grunde genommen ist jedes Gesetz bedeutet als Konsequenz
steckt die Androhung von Gewalt dahinter. Wenn ich dem Gesetz nicht Folge leiste, dann kommt irgendjemand zu mir und klingelt bei mir und will mir mein Eigentum wegnehmen oder will mir meine Freiheit wegnehmen. Bestrafen dich, büßen, wie auch immer. Genau. Und das gilt für jedes Gesetz. Und ja, wir denken immer in Alternativen. Was ist die Alternative zum Gesetz? Zum Beispiel die Vereinbarung, der Vertrag. Und wenn man weiter zurückgeht in die Geschichte, dann ist jedes Gesetz, zumindest im Zivilrecht und im Wirtschaftsrecht, aus Verträgen entstanden. Das sind Verträge, die immer wieder nach der gleichen Form abgeschlossen wurde, ohne jegliche Staatsbeteiligung, der dann immer so ein Stück vom Kuchen dann abhaben will, sondern unter Privatmenschen. Und irgendwann hat sich das manifestiert. Da sind dann Dritte ins Spiel gekommen. Die haben dann gesagt, naja, machen wir doch aus diesen üblichen Verträgen doch einfach mal ein Gesetz. Und das gilt jetzt generell für alle. Wobei das ja auch schon wieder Gewaltausübung ist. Wenn ich etwas schaffe, ohne dass alle zustimmen, und das ist ja im Staat gar nicht möglich, jeden Einzelnen. Also es wäre theoretisch möglich, wenn wir andere Systeme gehen würden. Aber da beginnt es ja, wenn ein System plötzlich sagt, wir regeln das jetzt für alle. Genau, ja. Ja, man sagt ja auch immer Sozialvertrag, nicht? Das ist eigentlich, wenn man das ernsthaft sieht, ein Vertrag zu Lasten Dritter, wenn überhaupt. Ja? Also genau. Im Privatrecht ja gar nicht zulässig. Zumal ist das ja auch alles so widersprüchlich, nicht? Der Staat ist ja nichts anderes als eine Institution, die Legitimität behauptet zu haben, der letztendliche Entscheider in Konfliktfällen zu sein. Aber eben auch dann, wenn sie selber ein Teil des Konflikts ist. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt, ich habe zwei Kinder. Ja, ein Sohn, eine Tochter, wenn die beiden sich streiten und ich würde sagen, wir entscheiden das so, es entscheidet immer Johanna. Da stimmt doch was nicht. Genau. Da stimmt doch was nicht. Mhm. So, das heißt, wenn man ein System konstruiert, ja, in dem Konflikte, wir waren vorhin bei Konflikten, die zwischen Menschen, dann kann es nicht der richtige Weg sein, dass man einen Entscheider hat, der auch dann entscheidet, wenn er selber ein Teil des Konflikts ist. Das passt nicht zusammen. So, und diese Dinge, das sind alles so Fragen, die man sich stellt, die einen dann zweifeln lassen. Beispielsweise eine andere Frage, die einen so müssen sich eigentlich Synapsen lösen, wenn man sich darüber Gedanken macht. Kann man Rechte delegieren, die man selber gar nicht hat? Ist ja auch so ein Punkt. Also ich darf dich nicht bestehlen, ja? Darf ich ihn bitten, dich zu bestehlen in meinem Namen? Darf ich auch nicht. Auch im Privatrecht nicht erlaubt. Nö, eigentlich aber das nicht. System das wäre ja dann Aufforderung zu einer Straftat, genau, was auch verboten wäre. Das System ist so aufgebaut. Unser System ist so aufgebaut. Unser System ist auch so aufgebaut, dass die Mehrheit... Begründet das mal ein Beispiel. Naja, wir wählen ja für etwas und legitimieren Menschen, die letztendliche Entscheider sind, Gesetze zu machen, die nicht mich betreffen, sondern andere. Das heißt, Umverteilung vorzunehmen, ja, Enteignung vorzunehmen, jemand anderem zu geben, ist es beispielsweise... Zu Rechten oder zu Entrechten? Zu Rechten, zu Entrechten. Ist es beispielsweise eine gute Tat, wenn ich in der Fußgängerzone Obdachlosen, da sitzen sie, der hat einen Hut und der tut mir echt leid und ich gehe da vorbei und da wirft immer irgendwie keiner was rein und ich würde jetzt jemandem, der da vorbeigeht, der einigermaßen wohlhabend aussieht, mit einem Revolver zwingen, mir 10 Euro zu geben und die da reintun. Ist das eine moralisch gute Tat? Es ist gewaltbasiert, kann es so, gar keine also gute kann es Tat eigentlich sein. Nicht sein. So, unser System ist genauso aufgebaut. Kann eine Mehrheitsmeinung beispielsweise, kann eine Mehrheitsmeinung eine Tat gut machen? Kann das sein? Nur weil eine Meinung, eine Mehrheit etwas sagt, kann eine Tat moralisch gut sein dann? Ja? Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht. So, das ist eben der Punkt, das ist eigentlich. Und wir als Voluntaristen, wir sagen... Wir sehen die Beziehung zwischen erwachsenen Menschen als freiwillig an. Und so sollte sie auch sein. Und wir sind einfach intolerant, wenn das durchbrochen wird. Das heißt, wenn irgendjemand die Selbstbestimmung eines anderen Menschen zerstört, dann tolerieren wir das nicht. Und es gibt gar keinen Grund, also wir akzeptieren auch keinen Grund, der noch so edel oder wie auch immer aussieht, damit jemand einem anderen Gewalt antut. Außer natürlich die Selbstverteidigung und Nothilfe, wie wir es vorhin gesagt haben.
Das heißt, es müsste ja ein ganz anderer gesellschaftlicher Denkansatz her. Der sagt auch, ich bin ja da ein großer Vertreter, dass ich sage, das Wichtigste, was jetzt getan werden muss, ist, die Systeme zu ändern. Ja. Oder wie gesagt, mit dem Wort System nicht falsch verstehen. Mhm. Ich meine jetzt nicht das alte System abschaffen. Ich glaube, ich habe daheim 10 Bücher zugeschickt bekommen in den letzten 2 Jahren, die sich mit einer zukünftigen Weltordnung beschäftigen. Und das große Ergebnis mit ganz wenigen Ausnahmen, also globale Verfassung ist da von diesem Lukas Spüler eine ganz löbliche Ausnahme in diesen Texten, aber alle anderen machen im Prinzip nur einen Tausch. Sie nehmen das System weg und setzen ein anderes System drauf. Gut, es sieht augenscheinlich aus, okay, das ist besser, aber letztendlich macht es nichts anderes. Vorher bist du rechts rumgelaufen und jetzt musst du links rumlaufen, fertig. Das ist der einzigste Unterschied, aber wirklich ändert sich nichts. Wir haben ja jetzt ein System, was sehr materiell ist. Das heißt, alles, was wir tun, und wenn wir uns das heute draußen anschauen, dreht sich ja um den schnöden Mammon, um Geld, Dollars, Franken, Euros, wie auch immer. Und aus dem System heraus erfolgt ja das Argument. Ich setze mal an bei einer Geschichte. Vor 20 Jahren begann die Diskussion, als die Ärzte, die ersten sich da mal getraut haben, gegen eine übermächtige Tabaklobby zu sagen, Rauchen schadet aber der Gesundheit, gab es einen riesen Aufschrei. Ich erinnere an Helmut Schmidt-Zeiten, da war Rauchen Pflicht. Und wenn er keine geraucht hat, durfte er nicht mit Helmut Schmidt sprechen. Heute wissen wir natürlich, was das für Konsequenzen hat und wie das auch die Allgemeinheit belastet durch Krankheitsbilder und anderes. Ich sage mal, beim Alkohol wäre es noch viel dringender angeraten eigentlich, aber... Und dann hat man plötzlich das Argument gebracht, ja, aber die ganzen Arbeiter, die in der Industrie sind und so. Und diese Argumente ziehen sich Jahr für Jahr, Monat für Monat in allen Branchen und Bereichen durch. Egal wie giftig das ist, egal was man heute auf Äcker bringt oder was man mit Pflanzen macht, das ist alles immer so im Deckel der Volkswirtschaft, der Finanzen und dieser ganzen Thematik. Und das basiert, wie gesagt, auf einem klassischen Angstsystem. Das ist ja die einfachste Geschichte, wie kann ich die Menschen bewegen? Ich mache ein bisschen Angst und dann rennen alle wie die Lemminge da hinter den Heilsbringern her. Das heißt, um frei zu sein, würde es ja nicht reichen, hinzugehen und zu sagen, okay, wir beginnen das Thema Gewaltfreiheit aus Kindesbeinen durch die Gesellschaft. Das reicht ja nicht, weil jeder steht hin und sagt, du, wenn ich kein Money habe hier und Essen und jetzt gibt es viele, die sind rausgefallen und dann nimmt er halt den Revolver und nimmt die 10 Euro nicht für den Obdachlosen, sondern nimmt die von der Bank oder sonst woher. Wie komme ich raus aus dem System, ohne das Komplex zu verändern? Alles, weil Geld ist ein Druck- und Angstsystem. Wie siehst du das? Das Thema Geld ist ein ganz schönes, weil das kann man sehr gut verbinden mit dem Thema Gewalt und Angst, also was ja auch zusammengehört, und Freiwilligkeit und Kooperation. Und es kommt immer darauf an, mit welchem Thema dieses Geld verbunden ist. Ist es mit Gewalt und Angst verbunden, dann entwickelt sich es zu einem Herrschaftsinstrument, zu einem Mittel der Druckausübung, zum Mittel der Unterdrückung. Das Thema Geld, ich kann Leute steuern, ich kann Befehle erteilen und so weiter mit dem Thema Geld, das denen vorenthalten etc. Oder ich kann das verknüpfen mit dem Thema Freiwilligkeit, Kooperation, Dankbarkeit. Ich sage immer, Geld ist dann gutes Geld, wenn es materialisierte Dankbarkeit ist. Und das ist nur auf dem Weg der Kooperation zu erreichen. Das heißt, zwei Menschen machen irgendwas gemeinsam zum gegenseitigen Nutzen und tauschen dann etwas und versuchen die Dankbarkeit, die gegenseitige, miteinander auszutauschen. Und in Ermangelung einer Alternative, einer nicht materiellen Alternative, oder materiellen Alternative im Fall des Geldes, greift man dann zum Geld. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Und so ist es zum Beispiel bei mir. Ich bin selbstständiger Unternehmer. Ich baue meine Geschäftsbeziehungen auf dem Prinzip auf. Also ich gucke, dass ich mein Geld nicht unter Ausnutzung der Gewaltinfrastruktur, die meistens staatlich initiiert ist oder vorgegeben ist, erziele, sondern auf Basis von freiwilliger Kooperation. Wir schaffen was gemeinsam, uns geht es gut dabei und wir schaffen einen gegenseitigen Nutzen und deswegen machen wir einen Vertrag und deswegen gleichen wir unsere Leistungen mit Geld eben aus. Das sind ja tolle Ansätze. Ich meine, ich hatte schon viele Gäste, die in dieses ganze Thema in den Punkten hineingegangen sind. Eins stelle ich aber immer wieder fest.
es geht nicht nur eine der Sache zu ändern. Also wenn wir an das Geldthema hingehen, da hängen so viele Bereiche im täglichen Leben mit dran, die dann automatisch eine Kettenreaktion nach sich bringen. Ich sage jetzt einfach mal ein anderes Wort, Energie. Unsere Energiepolitik ist ein Zwang- und Drucksystem. Wer kann seinen Strom selbst erzeugen, ist in den meisten Ländern verboten. Das ist der Punkt. Aber was steckt dahinter, nicht? Also wenn man sich das jetzt mal den Zwang sucht im Geldsystem, dann haben wir einen quasi Monopolisten, der Geld anbietet, und zwar deswegen, weil es einen Annahmezwang dafür gibt. Wir sind ja gezwungen, dieses Geld anzunehmen. Ja, wir können nicht ein anderes Geld erfinden. In Amerika hat doch irgendeiner Liberty-Dollar erfunden, der sitzt im Knast. Ja, das System verteidigt sich dann schon. Ja, es fühlt sich angegriffen, denn über das Geld machen sie es. Das Geld ist das Mittel, natürlich Mittel Nummer eins, der Kontrollausübung und der Einflussnahme überall. So, und wir haben eben einen Monopolisten, der das Geld durch Annahmezwang den Leuten aufzwingt. Und man kann es auch noch bei Ventilreservesystemen haben vermehren. Das Geld wird geschaffen und aus dem Nichts da hergezaubert. Ja, und die Leute sind gezwungen, das anzunehmen. Gut gesagt, aus dem Nichts hergezaubert. Ja, das trifft das sehr gut. Das ist ja kein Geld, was auf den Konten ist. Das ist ja nur ein Versprechen auf Zahlungsmittel. Ja, das was diese Scheine, die so knistern, das ist Zahlungsmittel. Aber das andere ist Giralgeld. Das ist ja nur ein Versprechen auf Zahlungsmittel. Dank des Teilreservesystems ist es gar nicht da. Nicht? Also, genau, das sind ja alles Dinge, die ja so verfälschend wirken. Das ist ja auch völlig, ist ja nichts Reales mehr da. Das, was wir wollen, bezogen aufs Geld, ja, wir haben wir sagen nicht, es muss dieses Geld sein, es muss jenes Geld sein, es muss das. Die Menschen müssen bitteschön freiwillig das Geld wählen können, was sie für am besten halten. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einer anderen Idee käme, ein anderes Geld zu kreieren, völlig egal, ob das ein Bitcoin-Zeugs, ob das Gold, Silber, fließend oder sonst was ist, toll, tolle Sache, solange die Menschen freiwillig sich dafür entscheiden dürfen. Wenn sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, dieses Geld anzunehmen oder zu benutzen, dann läuft was falsch und damit sind wir nicht einverstanden. Jetzt würde jeder schreit, ich höre das draußen, das Publikum schreit vom Fernseher rum und sagt, ja, wie soll denn das gehen? Der eine hat Rubel, der andere hat das. Dann haben wir ja den Schritt wieder zurückgemacht, den jetzt Amerika mit dem einheitlichen Dollar, Europa mit dem einheitlichen Euro noch, warten wir mal ab, wie das ganze Spiel weiterläuft. Die Menschen kriegen ja immer sofort, rennen ja von einer Angst in die anderen. Und der das jetzt gehört hat, wo kann er sich denn wie schlau machen? Gibt es da Bücher drüber? Gibt es Abhandlungen? Gibt es Filmbeiträge? Gibt es irgendwas, wo ich sagen kann als Zuschauer, Moment, wie soll denn das gehen? Ich kann das natürlich in einer Stunde Sendung nicht komplett umreißen und wir wollen ja hier nicht einen Komplettvortrag, sondern den Menschen neue Ideen vorstellen, ja, die sie dann selbst nachvollziehen können und nachlesen können. Wo kann ich mich über so ein Thema schlau machen? Natürlich erst einmal im Voluntarismus, weil das die Freiwilligkeit ist. Also wenn man Näheres wissen will, Voluntarismus googeln, am besten bei uns, sich informieren. Und wenn man Geldsystem, es lohnt sich jedes Geldsystem sich anzusehen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Am Ende, es gibt ja österreichische Schule, es gibt andere Systeme, es gibt Wissensmanufaktur, ja, alles Mögliche. Ja. Das ist ja als Idee toll, weil wir ja auch einen Wettbewerb der Ideen wollen, damit sich die beste Idee irgendwo auch genommen werden kann. Die Menschen sollen nur frei entscheiden, welche. Niemand soll gezwungen werden, irgendein Geld zu nehmen, sondern das Beste wird sich dann durchsetzen, weil es eben das Beste ist. Ja, niemand muss Frauen zwingen, mit Brad Pitt ein Date zu haben. Liebe Zuschauer, zu dem Thema, wo Sie sich informieren können, wie das ganze System weitergeht, hören wir gleich noch einiges Interessantes nach der kurzen Werbepause. Bis gleich nach der Werbung. Wir sind wieder da nach der kurzen Werbepause. Bei mir heute im Studio Peter und Hauke von Freiwillig Frei,
Freiwillig frei ist ein Zusammenschluss von drei Menschen, die sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie kann unser System zu einem lebenswerten, menschlichen Miteinander werden, ohne dass wir ständig dem Geld hinterherrennen müssen, dass wir mit Methoden umgehen müssen, die uns aufgezwungen werden. Da wollen wir nochmal weiter einsteigen, vielleicht gleich in die Geschichte. Und wenn die Regie einmal die Website einblendet, dort können sich die Menschen informieren. Vielleicht ein paar Worte zur Website. Was können die Leute auf eurer Website finden? Unter www.freiwilligfrei.de sind Informationen rund um das Thema, um dieses Grundprinzip der Freiwilligkeit als Alternative zu gewaltsamen Lösungen, vor allem die man nicht sieht, sind dargestellt. Zum einen durch den Blick in die Vergangenheit. Wenn man in die Vergangenheit blickt, dann wird man feststellen, alles, was heute monopolistisch durch den Staat geregelt wird oder durch eine Autorität, die Zwang und Druck ausübt und Gewalt ausübt, auf Basis von Freiwilligkeit ursprünglich entstanden ist. Das ist ganz interessant. Das wissen viele Leute nicht mehr, weil es schon so lange her ist oder weil es bewusst auch verschwiegen wird. Wir geben auch praktische Lösungsansätze zum Thema Erziehung, indem wir beispielhaft Leute vorstellen, die komplett gewaltfrei erzogen wurden, auch ohne Schule erzogen wurden. Schule ist ja auch durch den Schulzwang eine Manifestation der Gewalt, durch den staatlichen Schulzwang. Und es gibt Leute, die sind komplett ohne Schule aufgewachsen, die können lesen und schreiben, die sind intelligent, die sind gebildet, die stehen voll im Leben, haben Familie und ein aufgeräumtes Leben. Solche Beispiele sind dort zu finden und dann auch die philosophischen Grundlagen. Also woraus resultiert eigentlich dieses Prinzip des Voluntarismus? Vorhin hatten wir noch einen Begriff, der in der Aussage fiel, österreichische Schule. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, wir haben heute ein Wirtschaftssystem, das geprägt ist von einer bestimmten Denkrichtung. Und diese Denkrichtung hat uns dahin geführt, wo wir im Moment stehen, global. Wir haben überschuldete Staaten, überschuldete Banken, überschuldete Bürger. Hungersnöte. Bald überschuldete Haustiere, ich habe keine Ahnung, wer noch alles überschuldet ist. Aber die österreichische Schule ist eine andere Denkrichtung der Ökonomie. Und sie ist eine, aus meiner Sicht, logischere, konsistentere Denkrichtung der Ökonomie. Und es lohnt sich, dann nachzuschauen. Es gibt Seiten, Mises Media, Mises.org und Freitum. Und es gibt viele, viele Seiten, die dort unterwegs sind mit Informationen. Und es lohnt sich einfach, den Begriff österreichische Schule zu googeln und sich dort zu informieren. Es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Vorträge auf YouTube diesbezüglich. Es gibt Artikel, es gibt auch bei uns auf der Seite Artikel dazu, die man lesen kann. So, das ist, würde ich empfehlen, als eine Alternative, sich mal Gedanken zu machen, wenn man nicht immer nur das, was in der Bunte steht oder in anderen Medien steht. Ja, das ist ja auch so eine große Geschichte. Ich habe jetzt gesehen auf eurer Website, während du sie kurz vorgestellt hast, es gibt eine Reihe Videos, es gibt eine Reihe Bücher. Also der interessierte Zuschauer kann sich jetzt da informieren. Okay, jetzt habe ich mich informiert und sage, okay, ich merke im Staate Dänemark oder Deutschland oder Schweiz, Österreich, wo auch immer. Ja, im Staat der Erde, genau. Stimmt irgendwas nicht? Gibt es einen Zusammenschluss von Menschen unter dem Namen Freiwillig frei, die sich da engagieren und organisieren und sagen, okay, wir treffen uns, wir diskutieren miteinander, wir machen vielleicht über das Internet Konferenzen, man muss ja heute nicht mehr durch die Gegend fahren und sich persönlich treffen, geht ja alles, wo man an dieser Sache, wenn man möchte, A, mitarbeiten kann und B, auch, wie gesagt, Inputs, Verbreitung und so weiter. Wie funktioniert das? Also du sagtest ja vorhin, wir seien drei Leute, wir sind drei Gründer. Mittlerweile sind wir viel mehr und wir haben so tolle Leute kennengelernt in dieser Zeit, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns auch fordern natürlich in Diskussionen und so weiter. Und eine Stärke unserer Seite ist sicherlich auch, dass wir eine so gepflegte Kommentarfunktion haben. Also die Leute, die uns bei uns Artikel lesen, Videos lesen, die können Fragen stellen und wir nehmen die ernst, die Leute. Also jemand, der bei uns davon noch nie was gehört hat und Fragen stellt, wie stellt ihr euch das vor, wie kann das sein und jenes sein und so weiter. Wir nehmen die Leute echt ernst. Wir gehen auf die ein und wir versuchen nicht, die irgendwie wegzubügeln, wenn die merkwürdige Fragen stellen und so weiter. Wir versuchen das wirklich ganz, ganz intensiv
diese Fragen zu klären. Und wir haben dazu noch eine Community, die ein Forum angegliedert, das ist auch zu erreichen über unsere Homepage. Dort können noch interessiertere Menschen, die dann darüber hinaus weiter mit uns in Kontakt treten wollen, sich dort anmelden. Und dann können wir auch ganz spezifisch viele Dinge klären. Da entstehen heiße Diskussionen über völlig kontroverse Themen. Das ist sehr, sehr interessant, witzig, erfordernd und auch lehrreich. Und ja, das Diskussion tun wir. Ist ja die Basis zur Meinungsbildung. Absolut. Sonst sind wir ja wieder im alten, erste Parteisekretär gibt vor und die 5 Millionen rennen hinterher. Jetzt tue ich das und jetzt haben wir natürlich in diesem System ja wenig Freiräume, wo wir anfangen können zu agieren. Ich sage ja, früher bist du auf die Gemeinde gegangen, hast dich über was beschwert, dann hieß es, Moment, der Bürgermeister sitzt leider hinten, da können wir das gleich klären. Heute, wenn du in Amtsstuben gehst, dann heißt es, tut mir leid, es wird in Brüssel entschieden. Und du sagst, was, wo, was, über mich wird in Brüssel entschieden, ich kenne doch da gar niemanden. Ja. Sprichst du gar nicht mal die Sprache, wenn es dumm läuft. Also es werden ja alle Dinge so weit weggeschoben und so verschleiert und versteckt, dass, wie gesagt, dass die Marionette Mensch da rumkaspert. Wie kommen wir da raus? Also das klingt zwar jetzt blöd, aber da muss jeder seine eigene Form des Umgangs damit finden. Ich nenne mal ein Beispiel von mir. Also es ist nur ein Beispiel. Ich habe da Spaß dran an sowas. Ich bin ja aus Berlin und bei der IHK, zur IHK-Vollversammlung gab es eine Wahl. Und da wurden auch Unternehmensvertreter reingewählt und einige von denen haben nette Briefe rumgeschickt, unter anderem auch an mich. Ich bin ja Gewerbetreibender und dadurch IHK-Zwangsmitglied. Da haben wir dieses Thema Gewalt und Zwang. Ich muss den Beitrag bezahlen, weil ich sonst einen netten Brief bekomme und dann kriege ich nochmal einen netten Brief mit Stempel drauf und irgendwann klingelt jemand bei mir und will mich mitnehmen, weil ich eben nicht bezahle. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann wird mir Gewalt angetan. Dann kriege ich schöne Armreifen und dann werde ich in ein Auto reingeschubst. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann werde ich verletzt, dann wird mir wehgetan und eventuell werde ich auch getötet, wenn ich wirklich konsequent bis zum Ende dagegen vorgehe. Ja. Und das ist ziemlich erschreckend. Und das habe ich, dann ist bei mir dieser nette Brief eingeschlagen von diesem Unternehmer und habe ich ihm mal nett geantwortet. Und habe ihm dann geantwortet, Sie können selbstverständlich meine Stimme haben, aber nur unter einer Voraussetzung, wenn Sie wirklich nachhaltig gegen die Zwangsmitgliedschaft eintreten. Wenn Sie das nicht tun, heißt es im Umkehrschluss, Sie finden das gut, Sie befürworten das, weil Sie arbeiten ja in diesem System auch mit und machen sich zum Bestandteil, indem Sie sich zur Wahl stellen. Und das bedeutet, dass mir das und das angetan wird. Das habe ich dann einfach nur mal so postuliert, wie das dann so stattfindet mit den Briefen und mit der Polizei, die dann vorbeikommt. Und zum Schluss habe ich noch geschrieben, würden Sie mir persönlich das antun? Oder würden Sie irgendjemanden anderen damit einfach beauftragen? Wird eigentlich kein Mensch machen. Wird jeder Mensch sagen, was, komm, Quatsch, du musst selber entscheiden, ob du im Verein drin bist oder nicht. Und das muss doch alles freiwillig sein. Genau. Wie kann eine Organisation sagen, du musst hier Mitglied werden, wenn du Unternehmer bist, fertig, und du hast keine Alternative. Weil dann müssen wir ja umnennen unser Staatssystem schon mal in Demokratur. Genau. Weil sind wir ja schon auf dem besten Weg dann dahin, wenn wieder nur von oben runter links, rechts gesagt wird. Ne? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im Normalfall würde man gar nicht auf sowas reagieren. Aber das hat den Menschen so getroffen, dass ich am Ende geschrieben habe, Sie haben meine Adresse, Sie können bei mir persönlich vorbeikommen. Sie können mich dazu zwingen mit Gewalt, dass ich das bezahle. Das müssen Sie theoretisch tun. Sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Würden Sie das tun? Habe ich als letzte Frage so stehen gelassen. Und eine Stunde später, ich habe das per E-Mail geschrieben, hat er mich angerufen. Und hat dann gesagt, ja, das hat mich ja schon von den Socken gehauen, Ihre E-Mail. Und wenn man das wirklich alles so logisch durchdenkt, dann haben Sie eigentlich recht. Und hat er mir noch irgendwas erzählt zur Geschichte der Entstehung der Zwangsmitgliedschaft bei der IHK und so weiter. Und er hat sich nicht in dem Moment umstimmen lassen, das erwarte ich auch gar nicht von den Leuten, aber ich war selbst total überrascht. Es hat angefangen, bei ihm zu arbeiten. Dass er angefangen hat, darüber nachzudenken. Und es war ein total nettes Gespräch und hat mich dann gefragt, ja, wie kommen Sie denn eigentlich zu solchen Überlegungen? Und ich habe ihm dann gesagt, ich komme genau zu den Überlegungen aus dem Grund, warum Sie Unternehmer geworden sind. Weil Sie zwingen auch Ihre Kunden nicht dazu, Ihre Leistungen, deren Umfang Sie selbst festlegen und deren Preis Sie selbst festlegen, abzunehmen. Das tun Sie nicht, das können Sie nicht und das wäre moralisch absolut verwerflich. Und IHK macht genau das. Genau das, ja. Sollten wir Menschen zwingen, bestimmte Produkte und Dienstleistungen zu kaufen? Nein, natürlich nicht. Die staatlichen Produkte und Dienstleistungen sind so schlecht, dass man Menschen zwingen muss, sie abzunehmen. Jetzt geht es ja noch viel, viel weiter.
Also in der Schweiz ist gerade eine Riesendiskussion. Ihr wisst ja, das System ist etwas anders wie in Deutschland, wie wir das kennen. Hier gibt es dieses Thema Referendum, hier gibt es Initiativen, die ergriffen werden können für oder gegen eine Sache und so weiter. Also mehr Basisdemokratie, absolut. Die zwar im Ergebnis, und da wiederhole ich die Schweizer, die sagen, das sieht alles nur so aus, das wird dann so lang hin und weggebügelt und rauf und runter gezogen und wieder Gegeninitiative. Also das Beispiel ist ja diese Abzockerinitiative von dem Thomas Minder. Die ist, glaube ich, heute noch nicht entschieden, obwohl sie laut Gesetz eigentlich schon längst hätte müssen entschieden werden, weil das Volk absolut Ja gesagt hat. Fertig. Jetzt gehen wir dahin, im Moment gibt es ja dieses Thema Impfen, ist ja wieder ganz groß, weil natürlich steht dahinter auch eine riesige Industrie, die so mächtig geworden ist, dass man in der Schweiz also Impfungen obligatorisch, so ist das Schweizer Wort, das bedeutet, wenn das Bundesamt für Gesundheit, was unserem Gesundheitsministerium in Deutschland entspricht, morgen sagt, so, Grippeepidemie, müssen alle, die nach Risikogruppe definiert werden, Rentner, alte Soldaten, Krankenhauspersonal, Polizei, was weiß ich, müssen, fertig. Ja. So, ich meine, ich sage, meine Kinder wurden nicht geimpft, meine Großmutter hatte Masern, meine Mutter hatte Masern, ich hatte Masern, meine Kinder hatten Masern, wir sind alle kerngesund. Jetzt kann man das natürlich hin und her bewegen, wie man will. Und ich weiß nicht, ob die Masern schlimmer geworden sind, wie sie zu meiner Kindheit waren oder nicht. Aber letztendlich sehe ich, der Mensch wird in diesem System zur Ware. Und das immer mehr und immer schlimmer. Und diese Gewaltausübung, von der du sprachst, auch das gibt es hier. Ich habe gerade zwei aktuelle Fälle, die mich selbst betreffen, die ich gerade aufarbeite und auch veröffentlichen werde, weil genau da läuft es hin. Du lebst nicht in einer Demokratie, weil Demokratie würde bedeuten, dass keiner mehr Rechte hat wie der andere. Aber der Staat nimmt sich das sehr wohl heraus. Gewaltmonopol ist eine Sache, also ich meine auch das Polizei- und Armee-Thema ist ein ganz schwieriges. Aber allein schon in Dingen, in denen er sagt, du hast so und so zu funktionieren und wenn du das nicht tust, gibt es richtig einer auf die Ohren. Und das zum Beispiel in Systemen, die nicht mal nachweisbar sind. Und dann gibt es ja heute die einfache Alternative, die sogenannte Beweisumkehr. Nicht ich muss dir beweisen als Staat, dass du einen Fehler gemacht hast. Nein, du musst mir beweisen, dass du unschuldig bist. Und ich meine, da wird es natürlich dann ganz schwierig bei den Menschen auch ein Rechtsverständnis. Ich habe mal in einem anderen Fall zu einem Richter gesagt, sie verurteilen können sie mich aufgrund ihrer Macht und weil sie jetzt auf diesem hohen Stuhl da oben sitzen und einen Meter über mir, wobei sie auch ein Mensch sind, der auf der Toilette wahrscheinlich genauso riecht, wenn nicht schlimmer wie ich. Aber sie sitzen da, haben den schwarzen Kittel an und ich muss halt jetzt tun, was sie sagen. Sag ich aber, glauben Sie nicht, dass bei mir ein Unrechtsbewusstsein entsteht? Das auf keinen Fall, weil was bei mir entsteht, ist ein innerer Widerstand gegen das, was Sie tun und der wird heute geboren durch Sie und Ihre Handlungen. Ist das nicht genau so die Gefahr, die wir in dem allen sehen, dass immer mehr Widerstand entsteht, der dann wieder in Gewalt ausartet und wieder den Staat eigentlich legitimiert, ich sage jetzt nur Lissabonner Verträge und so Geschichten, ne? Wieder Gewalt auszuüben, also dass wir eigentlich überhaupt keine Demokratien mehr haben? Also der Widerstand entsteht ja. Nicht? Also wenn wir die Occupy-Situation uns angucken, da ist ja Widerstand. Die Leute, jeder, der drei Gehirnzellen im Schädel klötern hat, der merkt, irgendwas stimmt nicht, hier läuft was voll aus dem Ruder. Ja? So, die Frage ist ja nur, wo man denjenigen sucht, der Schuld hat. So, und das ist eben der Punkt. Wenn man nicht an die Ursachen geht, du hast es ja beschrieben, mit Impfzwang, mit Schulzwang haben wir gehabt, all diese Dinge, diese ganzen Instrumente sind nur deswegen möglich, weil man Menschen zwingen kann, mitzumachen. Das ist der Grund. Und wenn Occupy auf die Straße geht und sagt, die bösen Banken, natürlich haben die Banken Schindluder getrieben. Das ist völlig klar. Aber die Regeln bestimmt jemand ganz anders. Und die arbeiten Hand in Hand. Ja, die arbeiten Hand in Hand. Und das ist das Problem. Wer macht die Regeln und wer hält sich das Recht vor, diese Regeln durchzusetzen? Und wer schnürt denn das Korsett um die? Und das ist der eigentliche Angriffspunkt, auf den man mal gucken muss. Und wir wollen nichts mit Gewalt oder irgendwie was umsetzen. Ist ja keine Lösung, dass wir uns alle einigen. Wir möchten eben nur, dass die Menschen anfangen, wirklich objektiv, nicht immer dem hinterherzulaufen, was ihnen irgendeiner ins Ohr flötet, auch uns nicht glauben, was wir hier sagen, kein Stück, sondern selber das Gehirn anmachen, da reingucken
rumgoogeln und suchen und sich möglichst objektiv informieren. Bloß nicht das glauben, was wir beide hier quatschen und so, sondern wirklich selber auf die Suche gehen. Ich meine, ich will noch mal kurz eine Sache da einwerfen. Ich finde es ganz toll. Ich bin ein relativ autark lebender Mensch, relativ, da ich auch mein ganzes Leben selbstständig war. Und versuche immer so unabhängig wie möglich zu bleiben, weil das ja letztendlich der Anfang dieser ganzen Hamsterrad-Geschichte ist. Aber ich habe einen Punkt festgestellt, der das bei vielen Menschen einfach unmöglich macht. Und der Punkt heißt Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, weil wir so eingebunden sind. Und ich sage immer, die Menschen, da es ein schleichender Prozess ist, da geht ja nicht von heute auf morgen, muss plötzlich 50 Regeln befolgen. Nein, eine wird am 1. Januar des ersten Jahres gemacht, die zweite vielleicht wie während der Fußballweltmeisterschaft, da merkt man es nicht so genau und so weiter. Diese ganzen Thematiken kennen wir. Im Moment ist das Fernsehen voll von der Wahl in Amerika. Ich sage, wen interessiert es? Wen interessiert denn wirklich von uns hier in Europa, ob da ein Herr Obama morgen oder ein Herr Romney sitzt? Wen? Und glaubt jemand wirklich, dass sich was ändern würde, ob da eine Frau Merkel oder ein Herr Steinbrück sitzt oder ob da Hinz und Kunz irgendwo sitzt, sag ich, oder ob in China, wird gerade übrigens auch gewählt, was keiner in Europa zur Kenntnis genommen hat, sage ich, ist es für uns interessant, wer der neue erste Parteisekretär ist? Nein! Sag ich, also warum beschäftigen wir das Volk mit so einem Unsinn und fangen nicht an, zum Beispiel diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, viel breiter mit den Menschen zu diskutieren? Wo ist der Grund? Was denkst du, Peter? Zum Thema Zeit. Zeit ist ja eine Frage der Prioritäten. Und ich persönlich unterscheide immer zwischen dem, was ich persönlich in meiner Kontrolle habe, was ich persönlich beeinflussen kann, und zwischen dem, und das, der Rest ist das, was ich nicht beeinflussen kann. Ich kann nicht beeinflussen, wer in Amerika Präsident wird, und deswegen kann es mir eigentlich auch egal sein. Und an der Stelle muss man für sich überprüfen, zumindest ich mache das so, wie viel Zeit investiere ich in welchem Bereich? Wie viel Zeit investiere ich in den Bereich, den ich persönlich in meiner Hand habe? Zum Beispiel, mit wem ich mich unterhalte, mit wem ich Kontakt aufbaue. Ob ich jetzt bei Freiwillig frei was mache, das habe ich alles selbst exklusiv in meiner Hand, für wen ich arbeite, mit wem ich Verträge abschließe, wie ich meine Kinder erziehe und so weiter. Und das füllt inzwischen nahezu meine komplette Zeit aus. Und ich zum Beispiel habe keinen Fernseher, mich interessiert das alles nicht, was da kommt, weil das meiste von dem, was da kommt, das ist erstens nicht beeinflussbar von mir. Oder nur zum ganz, ganz, ganz marginalen Ausmaß. Und zweitens ist die Nachricht, die im Fernsehen oder in diesen Standardnachrichten kommt, immer die gleiche. Also die Nachricht zwischen, also vor allem politische Nachrichten, wir kriegen immer wieder zwischen den Zeilen signalisiert, ihr seid zu blöd, um eure Probleme selbst zu regeln. Und deswegen braucht es einen Dritten, uns Politiker oder uns Experten, uns Wissenschaftler etc., die euch zeigen, wie das geht. Und ihr müsst uns dafür bezahlen. Das ist die Nachricht zwischen den Zeilen. Mehr ist das nicht. Und das führt bei mir zu einer extremen Langeweile, wenn ich mir sowas angucken muss. Okay, verstehe ich. Ja. Auch ich bin kein Fernsehgucker. Seit es Internet gibt, sowieso nicht mehr. Wenn mich ein Thema interessiert, dann recherchiere ich. Und wenn es noch im Fernsehen einen Bericht dazu schaut, dann schaue ich erst, wer ihn gemacht hat, bevor ich ihn anschaue. Das ist mittlerweile Usus. Wenn du dann siehst, der hat ihn gemacht, alles klar, was da kommt, brauche ich gar nicht reinzuschauen. Aber ich habe ja einen Problempunkt in der ganzen Geschichte. Ich weiß, die Auswahl habe ich nicht. Jetzt werden mir aber ja immer mehr Informationskanäle, jetzt rede ich einfach mal über Menschen, die heute vielleicht 60 oder älter sind, die haben in ihrem ganz hinteren Stübchen noch drin, was in der Zeitung steht, ist die Wahrheit. Also gerade in der Schweiz ganz extrem, also wenn ich mit Leuten rede, die sagen, das kann gar nicht sein, die dürfen gar nicht lügen. Und dann sage ich, ja, gut, okay, und wer kontrolliert das? Und wer stellt den Gegenpart denn da? Wer ist denn der Wächter von dem Ganzen? Und plötzlich, ja, und man hat diesen Gedanken überhaupt nicht, weil ich merke auch oft, dass diese ganze Situation, die wir in Deutschland erlebt haben, über das Dritte Reich und wie das Ganze gelaufen ist und was das Ergebnis war, die fehlt hier. Die fehlt also in der Schweiz komplett. Hier war das alles so ein bisschen, ja, wir müssen uns noch schützen und Volksverteidigung, wir müssen zusammenhalten und so. Und so meinen die heute, das sind immer noch die alten Eidgenossen von früher, die zusammenstehen, haben aber gar nicht gemerkt längst, dass hier auch die Konzerne mittlerweile die Macht in Händen haben und das Gleiche tun wie überall anders auch. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Punkt. Was können wir den Zuschauern heute denn mitgeben an Ansätzen, was sie ab morgen beginnen können, um freiwillig frei zu sein? Drei Dinge.
unsere Seite besuchen und zwei Bücher. Kapitalismuskomplott, Oliver Janich, Wettbewerb der Gauner, Hans-Hermann Hoppe. Die Bücher lesen, uns besuchen, man ist besser informiert und weiß danach, wie man weitersuchen soll. Das sind die Dinge, die ich morgen machen würde, wenn ich nicht Bescheid wüsste. Oder zumindest nicht glauben würde, Bescheid zu wissen. Genau. Was würdest du noch sagen, Peter? Also ich bin ein sehr praktisch orientierter Mensch und ich würde alles, was ich tue, analysieren und mal irgendwie aufschreiben, was ich so womit ich meine Zeit eigentlich verbringe und darauf prüfen, worauf habe ich persönlichen Einfluss und inwiefern ist es mit dem Thema Gewalt verbunden. Zum Beispiel, für wen arbeite ich und wie kann ich mir, zum Beispiel, wenn ich für die staatliche Gewaltinfrastruktur arbeite, dann kann ich mir überlegen, ja, eigentlich ist es nicht so sinnvoll, wenn ich dafür arbeite und vielleicht ist es doch besser, wenn ich mir einen anderen Arbeitgeber suche. Und dann beginnt der nächste Schritt, wie mache ich das auf dem effektivsten Weg? Das wäre ein Beispiel. Also das heißt, bewusst mit seiner Zeit umgehen, habe ich da verstanden, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann wirklich das Aufschreiben hat mir auch viel geholfen in vielen Dingen. Wenn du es mal wirklich siehst und vor dir hast, ist es ganz anders, wie wenn ich jetzt nur zwischen A und B im Auto mal drüber nachdenke kurz und dann kommt die nächste Nachricht, die mich ablenkt und vorne bremst einer hektisch oder so. Was du gesagt hast, sind sehr gute Nachschlagewerke. Das erste von Oliver Janich habe ich gelesen, da war ja auch schon Gast in meiner Sendung. Und ganz tolles Buch, ganz toller Ansatz. Zu euch kommen bedeutet? Unsere Seite besuchen, lesen, bitte, bitte Fragen stellen, mit uns kommunizieren, mit uns reden und uns dann helfen. Mhm. Wäre es möglich, dass wir mal in der Schweiz ein Symposium machen, wo diese ganzen Themen mit euch und vielleicht noch mit zwei weiteren, ich könnte mir vielleicht einen Andreas Popp vorstellen, der von der Wissensmanufaktur das von seiner Seite beleuchtet, vielleicht den Lukas Spüler, der das von einer ganz anderen Seite beleuchtet, was diese globale Verfassung betrifft, wo einfach die Menschen auch kommunizieren können, also fragen, wir können das ja auch interaktiv machen in Zukunft über die Zusammenarbeit mit OKiTalk, wo die Menschen einfach, ich weiß das von mir und ich sehe, was jeden Tag ich an Mails und Fragen bekomme. Wenn du das erste Mal das hörst, plötzlich denkst du, ui, das stimmt ja, was die sagen. Und jetzt willst du natürlich aus deinem Hamsterrad raus. Ja. Und dazu brauchen die Menschen Hilfe, das sage ich immer. Deswegen, es wäre unsinnig, alle tollen Systeme vorzustellen, aber dann nicht zu sagen, wie die Menschen drankommen können und wie sie es umsetzen können. Wäre sowas eine Möglichkeit, das einmal, was weiß ich, halbes Jahr im Voraus zu planen? Das wäre super. Würden wir unheimlich gerne machen. Perfekt. Ja. Umzusetzen, weil Räumlichkeiten gibt es hier. Es sind auch alles hier keine großen Entfernungen. Die Schweiz ist sehr kompakt und das ist der große Vorteil. Ja. Gute Infrastruktur. Beste öffentliche Verkehrsmittel, die ich in einem Land je getroffen habe. Schlecht lesbare Hausnummernschilder. Und wenig Ausschilderung, stimmt. Ja. Das muss ich noch sagen. Das muss ich unbedingt loswerden. Ja, aber jetzt muss man zur Ehrenrettung sagen, die ist noch sehr technikbegeistert, die Schweizer. Ja. Ich glaube, es gibt gar kein Auto in der Schweiz, was kein GPS hat. Also wir sehen auch da, es gibt immer Möglichkeiten und Lösungen. Ich möchte noch so viel sagen, also ganz, ganz herzlichen Dank. War für mich wieder eine ganz hervorragende und ganz interessante Sendung. Zu euch beiden muss ich sagen, ich bin absolut begeistert, zwei gestandene Menschen, Unternehmer. Bist du auch selbstständig? Oder? Ja, wir haben einen Familienbetrieb, in dem ich tätig bin. Und das begeistert mich noch mehr, Unternehmer, denen man immer die Ausbeutung unterstellt. Schon wenn das Wort Unternehmer und Selbstständiger schon fällt, ist das so im Nebensatz drin. Die neue Wege gehen und vor allen Dingen machbare Wege, die in ihrem Leben auch zeigen, in der Familie, in ihrem Umfeld mit allem, dass sie gewillt sind, neue Dinge zu gehen. Und das war für unsere Zuschauer bestimmt ein toller, toller Ansatz, das auch mal anzugehen, denn nicht jeder traut sich. Herzlichen Dank nochmal an Peter und Hauke von Freiwillig Frei. Liebe Zuschauer, die Sendung rennt schon wieder ihrem Ende entgegen. Ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren und sich das angeschaut haben. Wie gesagt, das war ausnahmsweise eine Aufzeichnung, liegt aber in der Natur der Sache. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen, die wir natürlich wieder im gewohnten Rahmen zur gewohnten Zeit senden werden. Und rechtzeitig werden wir Sie natürlich auch informieren, wenn wir diesen Event, diese Veranstaltung planen. Sie soll so sein, dass Sie auch genügend Zeit haben, alle Ihre Fragen vorzubereiten. Wir werden es 3 Monate vorher publizieren. Herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht.
timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.